zum Prüfungsessen und Prüfungskochen der 4. Klasse der HLW Landeck konnte Direktor Reinhold Greuter den Tiroler Landeshauptmann Günter Platter begrüßen. Greuter erklärte. Bezüglich des Essens nur kurze Information, manche waren schon mal dabei, andere vielleicht nicht. Es funktioniert so in der HLW, die gehört zu den humanberuflichen Schulen. Diese Schulen haben einen praktischen, fachpraktischen Ausbildungsteil mit dabei, also neben den Fremdsprachen, der wirtschaftlichen Ausbildung, der Allgemeinbildung, der IT-Fächer gibt es auch einen fachpraktischen Unterricht. Die Schüler und Schülerinnen müssen dann nach der 4., nach der Ausbildung dieser fachpraktischen des Teiles müssen sie dann eine Prüfung ablegen. Das gehört zur reifen Diplomprüfung, also zur Matura. Das ist eine Art Vorprüfung und diese Noten, die sie jetzt diese Woche kriegen, diese Noten wandern dann nächstes Jahr nach dem mündlichen und schriftlichen Teil auch natürlich in das Maturazeugnis hinein. Eineinhalb Stunden, wo man einen hohen Genuss gehabt hat, und ich darf vor allem für die Zukunft viel Erfolg wünschen. Alles Gute.